Frau Solter, wir sitzen jetzt gerade im Feldesaal der Musikhochschule. Da findet am Mittwoch Ihr Abschlusskonzert statt. Sind Sie schon ein bisschen wehmütig, dass Ihre Zeit dann an der Hochschule vorbei ist? Ich habe noch einige Studierende aus meiner Klasse, die noch nicht ihr Studium abgeschlossen haben, die auch noch in den nächsten Semester bei mir Unterricht haben, bis sie dann abschließen. Und dann fühle ich mich natürlich immer noch hier anwesend und mitbeteiligt. Ja. Ihre Pianistenlaufbahn hat ja wo ganz anders angefangen. Sie kommen aus Brasilien, haben erst in Rio de Janeiro studiert und dann auch in Freiburg. Warum sind Sie denn eigentlich in Deutschland geblieben? Ich hatte das nicht vor. Ich habe in Freiburg studiert. Ich bin auch nach meinem Abschluss in Freiburg zurück nach Brasilien gegangen. Und mein Professor, Professor Karl Seemann, ein sehr bedeutender deutscher Pianist und Pädagoge, er hat mich nochmal sozusagen zurückgeholt als seine Assistentin. Und dann bin ich ja halt geblieben. Ja? Ich war 4 Jahre seine Assistentin. Dann gab es eine Ausschreibung an der Hochschule in Freiburg für eine Dozentur. Ich habe mich beworben und ich habe die Stelle bekommen. Und dann wurde eine Klavier- und Klavierkammermusikprofessur in Karlsruhe ausgeschrieben. Das hat mich sehr interessiert und dann habe ich mich beworben und dann habe ich auch die Professur bekommen. Und so bin ich nach Karlsruhe gelandet. Und der damalige Rektor, Olga Werner Felte, hat mich gemocht von Anfang an. Und hat mich sehr in seinem Vertrauen gezogen. Und das heißt dann eben, als er 1984 wieder zur Wahl stand und eine Woche vor der Wahl an einem Herzinfarkt starb, haben dann die Kollegen mich praktisch dazu gedrängt, richtig gedrängt, dass ich das Amt übernehme. Wenn Sie nicht Rektorin gewesen wären, dann wäre ich wahrscheinlich auch jetzt nicht hier, weil Sie haben sich dafür eingesetzt, dass ein Studiengang Musikjournalismus eingeführt wird hier an der Hochschule. Da mussten Sie aber auch gegen Widerstände kämpfen. Warum war es Ihnen denn so wichtig, dass der Studiengang Musikjournalismus hier eingeführt wird? Sie, das war auch wieder so ein schönen Zufall. Ich habe auch von unserem Ministerium gehört, also es gibt jetzt da auch die Möglichkeit, auch eine Frequenz für eine Hochschule zu beantragen. Und die Idee vom Ministerium war, ja, dann gibt es hier irgendwie Mikrofone und eine Frequenz und die Konzerte, die hier stattfinden, können dann ausgestrahlt werden. Nicht? Aber ich war sehr viel unterwegs, auch als Rektor mit meinem Auto und mit Radio. Und ich hörte dann die freie Radiosender und fand das schrecklich. Ich fand, das ist so einem schlechten Niveau, da muss man doch was machen. Da muss man doch wirklich Leute ausbilden, die dieses Niveau auch an den kommerziellen Sender verbessern. Nicht? Dann habe ich war im Urlaub und dann habe ich Herr Scherer angerufen und habe gesagt, Herr Scherer, rechnen Sie mal, ja, was könnten wir jetzt mal zusammenlegen, um diesen Studiengang ins Leben zu rufen, nicht wahr? Und dann kamen die 500.000 Mark, die notwendig waren. Das war auch der Betrag, der das Ministerium uns als Pflicht, ja. Und dann für ein Jahr. Und dann gingen wir hin, sagten, ja, wir haben hier 500.000 Mark, nicht? Gut, für 2 Jahre. Das war natürlich ein Schock, aber wir haben einen fantastischen Kanzler, nicht? Damals nur Verwaltungsdirektor, jetzt Kanzler. Und der sagt, okay, wir schaffen es. Und so fing es an. Am Mittwoch findet das Konzert mit Ihnen und für Sie statt. Was bedeutet dieser Abend dann für Sie? Ja, ich denke, ich hoffe, das wird ein sehr schöner Abend werden, ja, wo auch wunderbare Musik gehört wird, wo man sich auch noch anschließend in der Cafeteria befinden wird für Gespräche und gute Freunde. Ja, gute Freunde sind zusammen. Gute Freunde. Ja, ich fand es auch sehr schön, der Michael Ude hat diesen Titel vorgeschlagen. Ja, ich fand, es sollte End Friends. Das ist ein bisschen
Mode, ja, macht Hagrid und Friends und so, nicht? Ja, okay, ja, aber ich finde, das ist sehr, sehr anpassend, weil es passt so gut dazu, weil das sind alle meine Freunde, ja. Und ich hoffe, dass auch im Publikum sehr viele Freunde sich befinden werden und dass wir dann einfach nur einen schönen, angenehmen Abend verbringen. Als letztes Stück im Konzert wird dann die brasilianische Nationalhymne gespielt. Vermissen Sie Brasilien sehr und glauben Sie, Sie haben jetzt dann mehr Zeit, auch mal in die alte Heimat wieder zu fliegen? Die erste Frage, ich vermisse Werner Genwitt. Dieses Stück hat Werner Genwitt geschrieben für uns, also für unser, wir nannten uns die Vierergruppe, nicht? Oder die, ja? Also ich sage nicht was anderes, ne? Aber ja, und das war ein wunderbarer Mann, ja? Das war ein wunderbarer Kollege, ein sehr, sehr großer Freund auch. Und ihn vermisse ich. Also das kann man nicht ändern. Und Brasilien muss ich nicht vermissen, weil ich ja so oft dort bin. Ich bin auch dort sehr oft, 3-4 Mal im Jahr und bin auch sehr gerne dort. Und das reicht ja dafür aus, dass ich das nicht zu vermissen brauche. Vielen Dank für das Interview, Frau Solter, und einen schönen Abend am Mittwoch. Ja, danke schön.